Herzlich willkommen, und Freunde, wieso starte ich eigentlich hier? Hier habe ich noch nie gestartet. Ich habe auch keine Ahnung, wieso ich jetzt hier starte. Auf jeden Fall, im letzten Part haben wir das Panda-Versteck gesucht. Und in diesem Part, Leute, werden wir wahrscheinlich den finalen Endkampf des DLCs erleben. Und zwar im überwucherten Tempel. So, da gehen wir jetzt rein. Sieht sehr cool aus. Ich erwarte einen richtig coolen Endboss. Ich denke, das wird der Typ auch von Thumbnail sein. Des DLCs. So ein ganz, ganz großer Waldwächter, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Sehr gespannt. Und freue mich auch. Ich freue mich. Ja. Komm, Reise nach... Habe ich heute irgendwas geträumt? Nee, ich glaube, heute habe ich nichts geträumt, Leute. Beziehungsweise, ich überlege noch, Leute, ich überlege. Vielleicht fällt es mir gleich ein. Der Splitter landete tief im Dschungel, wo er eine schreckliche Kreatur heraufbeschwor. Das Dschungelscheusal. Diese widerliche Bestie darf keinesfalls die Verderbnis der Kugel weitertragen. Sei auf der Hut, denn diese überwucherten Tempel beherbergen Monster, die ihre neu gefundene Macht aufs Schärfste verteidigen werden. Okay. Untertitel habe ich wohl ausgestellt irgendwann mal, ne? So wie es aussieht. So. Yeah. Sind wir wieder. Och ne, wieder diese komischen Pflanzen, die nichts bringen. So, die lasst. Och, ich wollte den Ocelot nicht töten. Es tut mir leid, Ocelot. Ich lasse euch am Leben. Ich kämpfe jetzt nur noch hier gegen die richtigen Feinde. Und das seid ihr. Da. Oh, Feinde. Nee, Apfel. Apfel! Wir gehen aber erstmal nach unten. Oh. So, super. Oh, weg mit euch, Pflanzis. Oh ja. Ich erwarte einen sehr, 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 sehr starken Endboss. Der vielleicht nicht allzu leicht ist zu besiegen. Damit ich mal meine Pfeile mal benutzen kann. Oh Gott, das ist hier schon wieder hier. Wow, wegen sowas bin ich jetzt hier hinten oder was? Wegen einer Vase? Das ist ja ein Witz. Ist einfach ein Witz. Dankeschön, Spiel. Danke. Da unten ist nichts, ne? Nee. Okay. Wie viele Geheimnisse gibt es hier? Null. Okay. Okay, also mit den Geheimnissen haben sie es hier wohl nicht so im Spiel. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Geheimnisse. Haben wir auch schon im letzten Part welche entdeckt. Also glaube ich zumindest. Ich glaube, die zählt nicht als eigensinnige Truhen. Ja. Lass mich mal hier vorbei. Danke. Wie viele Dinge habe ich? Oh, ich wollte gleich X machen. Ich wollte hier gucken. Zwei Enchant-Dinger. Oh, guck mal. Ocelot-Rüstung könnte ich noch verzaubern. Geschosse abgewehrt, Nahrungselektrisieren. Wir nehmen das. Wir nehmen das. So, macht mal hier Platz. Dankeschön. Wir gehen erst links her. Guck mal, diese Pflanzis. Diese Schlingpflanzen, ey. So, super. Ja, ja. Macht mal da. Das nächste Update vom Spiel kommt erst, Guck mal, ich wollte eigentlich meine Bombis losschicken. Was war das für ein Monat? Im September? Was, September? Ja, ich meine, im September kommt das nächste Update. Am 1. direkt. Und ja, da freue ich mich. September oder August? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich meine eigentlich im Herbst. Und September ist mehr im Herbst als der August. Ja. Super. Ihr seid alle cool miteinander. Okay.
Gott, ein Re... Ach ne, hier. Habe ich nicht gesehen. Sorry. Sorry. Ich bin ein bisschen erkältet, ne? Aber das wisst ihr ja mittlerweile eigentlich. Ich weiß noch nicht, woran es liegt, aber... Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, das hier scheint mir eine große Arena zu sein, um zu kämpfen. Ich behaupte einfach mal, hier geht gleich die Party ab. So. Haben wir noch sowas hier? Hier haben wir ein Dings, eine Vase. Komisch, die treffe ich natürlich nicht. Ah, da war ein Zaun. Oh, da ist ein Weg noch. Ein sehr, sehr langer Weg. Da möchte ich natürlich noch kurz vorbeischauen. Bevor wir da weitergehen. Oh, ich liebe Wasser. So einen großen Pool hätte ich auch gerne. Komme ich da irgendwie rein? Nee. Wow. Ist ein Witz, oder? Wofür so ein langer Weg, wenn da nichts ist? Ist er auch schon wieder hier. Ne. Lächerlich hoch 10, ey. Spinny, komm her. Oh, eine Melone, danke schön. Ah, die kriegen immer diesen großen Verwirrungseffekt ab. So, wir gehen einfach mal nach links. Wir müssen nämlich eigentlich auf die andere Seite. So. Genau, weicht mal von mir. Oh, hier ist eine Falle. Oder? Ja. Ja. Ich meine, viel kann mir hier eigentlich nicht passieren. Denn ich habe hier Heilung drin. Hab hier eigentlich... Oh Gott, Piper. Oh, weg. Weg mit dir. Also bis jetzt, ne? Okay, wir haben eine Kiste bekommen. So. Ah, okay. Das ist also eine Truhe für die. Okay. Es ist kein Geheimnis, sondern wirklich nur eine Truhe. Gut. So, dann können wir jetzt auf die andere Seite. Ah, weg mit dir. Ja, ihr rankt mir. Gehen wir erstmal nach rechts. Rechts, da ist eine Pflanze, die treffe ich aber nicht. Ach, Mann, Spinni, was will sie denn von mir? Okay, deswegen wir noch die Pflanze hier hinten und dich. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. So. Hier haben wir nochmal so eine Pflanze. Okay, es läuft mal wieder. Sehr, sehr interessant hier. Och man, diese Spinne, ne? So, jetzt aber hier. Weg mit euch. Weg mit euch. Haha. Oh, so, du gehst auch weg. Sehr, oh, Pfeile, nice. Sehr schön. Danke für die Pfeile. Danke für die Pfeile. No, ich habe gestern Merlin weitergeschaut. Bin ich jetzt bei Staffel 4, glaube ich. Und ich habe noch 15 Tage, um 2 Staffeln fertig zu schauen. Das müsste ich eigentlich hinkriegen. Denke ich. Eigentlich müsste ich das hinkriegen. Bis The Cursed kommt. Und Vikings habe ich 2 Folgen, glaube ich, geschaut. Genau.
Das ist der Stand der Dinge, aber bei Vikings, da quäle ich mich eher durch. Aber die letzte Folge, die wäre schon wesentlich interessanter als die davorigen. Ja. Ach, hier ist natürlich auch nur Emeralds. Keine Goldtruhe, schade. Ja, ich brauche die Ranken hier nicht. Oh, Vorräte. Okay. Sehr schön. Weg mit dir. Irgendwie habe ich das Gefühl... Ah, doch. Doch. Stand gerade 60. Das war... Ich war gerade kurz verwirrt, weil ich hatte die Rakete schon vorher ausgerüstet. Und da stand dann halt nur 60 über der Rakete. Und dann dachte ich mir, dass ich die Pfeile dann doch nicht aufhebe. Aber doch, werden sie. Okay. Überlebe den Hinterhalt. Ja, ich denke, oh Gott. Natürlich, Creeper ist immer sehr, sehr schwierig. So. Bam, bam, bam. Weg mit euch. So, da machen wir Blitz hin, dann ist er weg. So. Also es läuft eigentlich läuft echt gut ab. So, der Creeper war jetzt hier am gefährlichsten, würde ich sagen. So, da machen wir Blitzen. Da machen wir auch Blitzen. Und dann weg mit dir. Oh. Geht mal weg hier von mir, danke. So, war's das? Ja, war's tatsächlich. Oh, hier ist ein... Hier ist was. Ein Raum. Okay. Oh. Okay. Ich wollte eigentlich den da. So, den habe ich. Sehr schön. Den habe ich auch. Sehr cool. Kleiner Dungeon hier. Oh. Kommt sogar noch mehr. Oh, Levelaufstieg. Oh, das gefällt mir, Leute. Das gefällt mir. Ah, weg mit euch. War es das? Ne, da hinten ist noch einer. So. Hui. Weg mit euch hier. So. Guck mal. Ist hier doch irgendwo einer? Weil sonst hat mir das ja gar nichts gemacht. Dann muss ich dich auch wegmachen, oder was? Ah, nee, da hinten waren noch zwei. Lebt er noch? Nee. Ah, jetzt. Jetzt kam dieses... Aber... Ah, da. Da ist der Schatz, eine Axt. Wow. Danke. Danke für eine Axt. Sehr cool. Auf jeden Fall nicht. Oh, da habe ich einen Weg übersehen, Leute. Da müssen wir nochmal hin. Da müssen wir wohl nochmal hin. Konnte ich... Wie kommt man denn da hoch? Boah, Alter. Keine Ahnung, Leute. Vielleicht wird das erst für einen anderen Schwierigkeitsgrad dann freigeschaltet. Das kann auch sein. Da passe ich nicht durch. Und hier gibt es... Keine Ahnung, Fallen. Das sieht so merkwürdig aus, weil hier so ein Punkt ist. Aber das scheint nicht zu sein. Scheint einfach nicht zu sein. Okay. Dann, was eigentlich dieses Pfeifen die ganze Zeit? Oh.
Eine Diebesfürze. Oh, eine bessere Diebe. Achso. Ist auch nicht schwer, glaube ich. So, hier. Oh ne, schade. Nice. Hat geklappt. Hat geklappt. Hier kann ich irgendwie. Okay. Diebesrüste. Ja, okay. Die ist jetzt auf dem Niveau. Deswegen lasse ich das mal. Oh, Essen, Essen. Oh, das schmeißen wir da mal rein. Oh. Hat nicht allzu viele getroffen, tatsächlich. So, weg mit dir, danke. Achso, da müssen wir hin. Ne, dann gehen wir erst auf die andere Seite. So. Ich meine, ihr könnt mich hier gerne so oft vergiften, wie ihr wollt. Ich hatte gerade kurz den Gedanken, welcher Mob fehlt hier denn im Dschungel eigentlich noch? Dann ist mir so eingefallen Mew, aber Mew ist ein Pokémon und kein Minecraft-Typ. So, und da hinten könnte jetzt ein Geheimnis eigentlich sein. Ne, ist es nicht? Okay, ich hoffe, ich komme hier nochmal zurück. Ja, komme ich, super. Ne, Mew ist leider ein Pokémon, lebt zwar im Dschungel, aber, naja. Schade. Schade, 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 Schokolade. Ich glaube, der neue Pokémon-Film ist auch der erste, der im Dschungel spielt, oder? So generell. Es gab, glaube ich, noch nie einen Dschungel in der Pokémon-Geschichte. Alter, ihr seid aber viele hier. Okay, Creeper, da muss ich aber mal eben hier vorsichtig sein. So. Und ihr, nervige Segis, euch habe ich jetzt. Ne, das ist der erste Dschungel. Das erste Mal, dass ein Dschungel in der Pokémon-Geschichte auftaucht. Nach wie vielen Jahren? 30? Nee, ich glaube, Pokémon ist fast so alt wie ich. Ich glaube, nur ein Jahr jünger als Pokémon. Aber was den Anime betrifft, weiß ich gerade gar nicht. Das weiß ich gerade nicht. So, geh mal hier rüber. Ah, der hat da neben geschossen, du auch. Oh Gott, Piper, mal eben hier wegmachen. Du auch. Oh, Pfeile, die nehme ich mit. Sehr gut. Da sehe ich schon so einen Typ. Geh mir nicht auf die Nerven, du auch nicht. So, super. Komm da runter. So, hier habe ich was gesehen. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Okay. Dann gehen wir mal weiter. So, mach mal die Pflanze fertig. Oh Gott, da ist wieder so ein Typ hier. Aua. Lalalala, es läuft eigentlich, glaube ich, ganz gut. Und dass ich diese Ranken da nicht mehr angreife, ist, glaube ich, echt praktisch. Die nerven nämlich nur. So. Ja, ja, mach wieder mal deine Kacke da. So, weg mit euch. Hier kommt der Star. Oh, ich dachte, ich hätte den da weggeboxt, habe ich nicht. Apfel ist super. Der hilft mir jetzt wirklich weiter. Oh Gott. Oh ne, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Oh, ich hasse dieses Vergiftungszeugs. Das nervt mich. Oh, generell diese Pflanzen nerven mich, ey. Wirklich. Das ist echt nervig. Ah, oh, hier haben wir eine Treppe. Ah, okay.
Hat jetzt nicht so krass. Alter. Du Kackviech. Geh noch eben hier rüber. Machen die noch weg. Okay. So. Weiter geht's. Hier habe ich noch was zu sehen. Ein Stärketrank. Hier sehe ich gerade gar nichts. Oh, da, bitte TNT. Sehr schön. Aua? Nee, der hat mich gar nicht getroffen. Naja, egal. Hauptsache Aua sagen. Das sind mir immer die liebsten Leute. Ich habe erfahren, ne? Mein Lieblings Online-Rollenspiel, also MMORPG, Herr der Ringe Online, hat zurzeit einen Code, dass man alle Erweiterungen spielen kann, alle Quests rein umsonst, bis zum 31. August. Da solltet ihr mal zuschlagen, Leute, weil das ist schon cool, dass sie das machen. Hallo. So, jetzt. Das ist echt cool. Dass man da alle Aufträge jetzt machen kann umsonst. Man keine Questpacks kaufen muss. Oder Gebiete freikaufen muss. Das ist echt nett. Das ist wirklich nett. Hätte das Wizard 101 gemacht, dann hätte ich auch mal wieder reingeschaut. Nach all den Jahren, die ich das mal gespielt habe. Aber, ja. So, das schmeißen wir einfach mal da hin. Guck mal, wir gehen mal hier hinten hin. Ich meine, hier müssen wir nicht hin, aber... egal. Egal, egal. So, nee, weg, weg mit euch. Ach, Alter. Der nervt mich ja hier. So. Weg mit dir. So, hier drücken wir auch mal rein, damit wir hier noch eine Kiste bekommen. Sehr schöne Position hier. Oh, creepy. Oh, da kann ich Blitz reinhauen. Oh Gott. Das war ja vollkommen daneben. Weg mit euch. Du auch. Danke. Oh, lecker, lecker Schnäppi. Essi, Essi. Och man, diese komischen Pflanzen, ne? Die sind nervig. So. Ja, 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 ja. Ach, da ist der Schlüssel. Wir brauchen wohl irgendwie einen Schlüssel für irgendwo. Ich habe noch gar nicht rausgefunden, für wo. Ich wollte schon sagen, der wollte schon reinkommen hier, ne? Oh. Eine Rüstung, cool. Nee, mach mal Blitz da. Den da können wir eigentlich auch blitzen. Das stimmt schon. So. Sehr gut. Hätten wir das auch? Wenn ich jetzt wüsste, ne? Och, Alter. Dieses komische Viech da, ne? Wo wir den Schlüssel brauchen, dann wäre ich echt schlauer. Hier hinten irgendwo. Oh, da ist ein Raum. Warte, ich nehme den Schlüssel schon mit. Muss ich hier nicht gleich nochmal hinlaufen. Ich denke, das ist das Klügste, was ich jetzt machen kann. Ah. Hier ist eine Brücke jetzt, okay. So, oh, da kann ich nicht runter, schade. Oh, ich wusste nicht, dass der dann runterfällt. Okay. Kommt leider, Schlüssel. Weg mit dir.
Das setzen wir schon mal da rein. Und dann ist hier irgendwo ein Dungeon, den ich gleich noch eben mir anschaue. Ah, da komme ich nicht. Okay. Ist er hier? Guck mal eben auf. Ja, hier. Das muss nach hier geschoben werden. Wir könnten hier nochmal drücken. So würde er nach dahin gucken. Gibt es nur die zwei? Der guckt ja auch komplett in eine andere Richtung. Will ich einfach mal sagen. Aha! Hier ist das Ding. Sehr schön. Die müssen sich gegenseitig anschauen. Okay. Okay, okay. Habe ich verstanden, Leute. Habe ich verstanden. Heißt, den müssen wir nochmal drücken. So. Dann haben wir hier unten einen kleinen Dungeon. Oder einen großen, weiß ich nicht. Oh, der sieht echt groß aus. So, den können wir durch die Wand wegmachen. Oh, hier ruckelt es aber. Also, sieht nicht ganz so... nicht ganz so performance-mäßig aus. Alter Schwede, hier leckt es ja richtig. Oh. 10 FPS oder sowas. Gefühlt. Ja, ja, mach mal hier Schaden. Alter, oh Gott, also hier will ich ja ganz, ganz schnell wieder raus. So wie das hier leckt. So. Oh, das nehme ich gerne. Haha, nicht getroffen. Oh, eine Melone, die nehme ich mit. Die nehme ich mit. Oh, Alter. Junge, ey. Als ob das jetzt hier so leckt. Also ich glaube, die haben das nicht ganz optimiert hier. Keine Ahnung, also solche Probleme hatten wir im richtigen Spiel nicht, glaube ich. Hier ist der Durchgang. Alter Schwede. Das ist ja hier überhaupt nicht feierlich. So. Ah, jetzt kommen wir dahin, okay. Und jetzt kommen hier auch überall neue Monster, ey, oder was? Okay, alles klar. So, hier weg mit euch. Da haben wir noch eins. Da haben wir auch noch eins. Gehen wir hier mal weiter. Hier haben wir eine Kiste dafür bekommen. Okay, sehr nett. Auf jeden Fall nett. Und Schnelligkeitstank. Ist ja nicht so, dass es nicht eh schon hier legen würde. Geben wir dem Spieler einfach noch einen Trank, damit er hier schneller herumlaufen kann. So, da komme ich noch nicht hin. Ach, hier ist eine Vase, okay. Boah, Alter, ne, ich bekomme hier Kopfschmerzen von diesen Lecks. Wirklich. So. Hallo? Weg mit euch. Hier war auch noch was, oder? Nee. Keine Ahnung. Wir drücken einfach mal hier alles. Ich meine, was haben wir zu verlieren, Leute? Was haben wir zu verlieren, wenn wir hier einfach alles drücken? So. Noch ein Hammer. Sehr schön. Wir haben alles gedrückt, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja. Okay. Warte, ist das jetzt hier aufgegangen oder nicht? Oh, das ist echt aufgegangen. Ich wäre jetzt fast nach Hause gelaufen. Oh, hier ist noch eine Truhe.
einen Trickbogen. Okay. Ich glaube, die fanden das nicht ganz so cool, dass ich den aufgesammelt habe. Aber man kann es auch nicht jedem recht machen. Das ist ja auch wichtig, dass man sowas weiß. Achso, da ist eine Spinne. Weg mit dir. So. Ich meine, eine Chance haben die jetzt eh nicht hier. Großartig. Oh, diese Spinne, ey. Muss man eben nicht kratzen. So. Weg mit dir. Ja, Alter, wie viel Hammer man hier bekommt, ne? Hätte viel, viel lieber Artefakte hier gesammelt. So, da ist nichts. Das ist eine bedeutungslose Vase. Okay. Dann. Oh, da unten ist ein. Ist hier unten der Ausgang? Ist ja auch cool. Ah, das ist ja das ist echt praktisch. Dann kann man hier wieder rausgehen. Oh, das haben sie gut gemacht. Das haben sie gut gemacht. Aber performance-technisch war der Dungeon eher ein Graus als ein Heiligenschein. So. Oh, wieder eine Falle. Ich wollte schon sagen, wann kommen die denn jetzt hier? Also Creeper, okay. Oh, 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 oh. War es das? Ja. Oh, warte. War das ein Geräusch für eine Kiste? Tatsächlich. Und dann ganz, ganz unten natürlich, ne? Ne. Statt dass man sie oben hinstellt, wo man sie dann wahrscheinlich auch sieht. Wenn man alle besiegt hat. Oh, schon wieder. Wo ist der andere da? Ich will jetzt hier nicht sterben. So, okay, hier unten bin ich eigentlich relativ gut dabei. Was ist das? Ja. Düdüdüm. Ist die Kiste oben oder unten? Oh, diesmal ist sie oben. Okay. Sehr schön. Achso, gut. Oh, das sieht aus wie ein Kampf. Erreiche den Sonnen. Was? Habe ich jetzt nicht gelesen. Okay. Wir machen mal Blitz. Boah, Alter. Alter, Blitz ist ja richtig OP. Ich mach einfach weiter Blitz. Guck mal. Er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Blitz ist so cool, Leute. Blitz ist echt cool. Cool. Achso, ich muss hier wahrscheinlich stehen, damit das hier ausfährt. Ah, guck mal, cool, man kann sogar drauf stehen bleiben. Ja. Hä, wieso stecke ich hier eigentlich fest? Ich weiß es nicht. Hat das was mit diesem Boden da zu tun? Nee. Okay. Ja. Pfeile, ja. Mal schauen, ob ich die noch brauche. Ah, Creeper ist natürlich auch weg. Also ich. Ah, jetzt. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Ich weiß nicht wieso. Das manchmal so ist. Aber ich nehme es so hin. Junge, nervt mich nicht. Weg. Bloß weg mit euch hier allen. So, hier. Sehr schön. Achso, ich muss hier drücken. Okay, Leute. Ich glaube, das war's. Da das Dschungelscheusal besiegt und der Splitter zerstört ist, kann sich der Dschungel von diesem Albtraum erholen.
Okay. Dachte, der Dschungel, der wäre vielleicht auf der Seite der Bösen. Denn die ganzen Pflanzen und so, die haben schon dafür gesprochen, ne? Denn die haben schließlich nur uns angegriffen und nicht die Feinde. Ja, ich glaube, das war's mit dem DLC, oder? Ja, war es tatsächlich. Leute, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir den ganz, ganz schweren Schwierigkeitsgrad machen. Und zwar das Ende aller Tage. Bis dann, euer Kamito, haut rein und schönen Tag noch.